Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Cooking Simulator hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir haben in der letzten Folge ordentlich Forellen gemacht und jetzt haben wir eine New Order und jetzt müssen wir mal wieder hier so einen Fisch machen. Auf dem Grill. Und da wissen wir ja jetzt, also warte, wir müssen die Tür gucken. So, dann holen wir hier mal einmal Tuna raus. So. Und den müssen wir nämlich hier auf den Grill packen. So. Wunderschön auf den Grill. Und vorher müssen wir den noch würzen. Warte mal, was muss ich da denn dran machen? Da muss ich Pfeffer und Salz, muss ich auch mal, ne? Salz und Pfeffer. Warte mal hier, da haben wir Black Pepper. Komm mal her. Komm mal dran da, so, drauf. 1, 2, 3, 4, 5 Gramm Pfeffer. Haben wir. So, dann brauchen wir noch Salz wieder. Hier ist Salz. Wunderbärchen. Da dran, so, nee, da dran. So, so, so. 1, 2, 3, 4, 5. Alles schön auf eine Stelle. Muss ja nur eine Stelle salzig sein, der Rest ist ja okay. So, dann können wir hier mal den Grill anschmeißen. Zack, dann kann das da drauf liegen bleiben. So, das wird gegrillt. Oh, dann brauchen wir... Ach, wir brauchen jetzt wieder eine Lemon. Darf ich mal ganz kurz eine Lemon kaufen? Danke. So. Zitrone braucht man aber häufig hier. Naja, gut. Also Fischrestaurant wollte ich eigentlich nicht machen. So, das sollen wir jetzt natürlich wieder in Slices zerschneiden und nicht in Vierteln, ne? Das ist ja wieder so ein Ding. So, Moment. Dann brauche ich hier... Ach, guck mal, da liegt sogar noch ein bisschen Gewürz drauf. Sollte man vielleicht mal waschen. Naja, egal. Eins. Zwei. Drei. So, naja, gut. So, sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. So, Slices haben wir auch geschafft. Und Oregano frisch brauchen wir dann nachher noch. Gut, jetzt gucken wir mal hier, wie weit bist du denn auf der einen Seite? Tuna, du brauchst noch mal ein bisschen zum Backen, ne? Das ist die Zeit, immer ist das wirklich knapp mit dem Backen hier bei dem Viech. So, und das kann ich hier mit der Tonk machen. Das wird auch noch lustig, wie man das jetzt hier verwenden kann. Hm. Naja, mal gucken. Ich glaube, ich werde das Fleisch sowieso einmal runterschmeißen. Den schönen Thunfisch einmal schön auf der Erde liegen hier. Wir könnten ja vorher einmal Wasser ausgeben, dann kann er noch mal schwimmen. Nein, ist keine gute Idee. So, dann gucken wir, vielleicht kriegen wir das erste Mal den Thunfisch auch so hin, wie wir ihn gerne haben wollen. So, jetzt ist der Thunfisch erstmal so weit fertig. Dann holen wir uns mal hier die Tongs. Dann tongen wir das mal an. Und dann machen wir hier mal drehen. Und dann machen wir, legen wir das wieder dahin. Wie das Release ist X. Okay. Alles klar, das hat schon mal nicht geklappt. Dann machen wir das einmal so. Gut. Das war jetzt leichter als gedacht. So, dann liegt er hier, der Thunfisch. Und ist bald gut durch. So, sehr schön. Da brauchen wir noch ein Tellerchen. Hier, Thunfischteller. So, nehmen wir mal den so lange. Wir können den Thunfisch natürlich auch pürieren. Dann können wir hier den Deckel zumachen. Oh, der hält das aus. Okay, das, also über Nacht stellt sich hier sowieso alles aus. Ich denke mal, wir müssen dieses Brett mal abwaschen, weil wenn da jetzt wirklich schon mittlerweile Gewürze draußen. Wie sieht es hier aus mit Gewürzen? Oh, guck mal, auch Black Pepper. Aha. Na gut, mal gucken, wie man das abwaschen kann. So. Komm, Thunfisch, komm aus dem Knick hier, werd fertig. Kann ich den Grill noch eine Stufe höher machen? An. Hey, ist ja wirklich brauchbar. Don't forget to change your oil frequently. Ja, vergessen wir nicht. So, alle 3 Monate soll man es machen. Naja, gut, okay. Kann man ja mal machen, sowas. So. 60 Sekunden jede Seite. Das dauert doch länger als 60 Sekunden hier, oder? Hier ist doch mehr als eine Minute vergangen jetzt schon. Komm, mach hin. So, der Seifenspender hier, was haben wir hier noch Schönes dran alles, nichts weiter, nehmen wir die Uhr dran, hier ist der Tic-Tac. Das wird noch lustig, wenn wir dann in der Pfanne nachher mal die Koteletts machen sollen. So, wie weit bist du denn? Ja, hurry up, ja, ich warte doch hier, hurry up. Kann ich denn nicht ändern, dass der Thunfisch so lange braucht, bis er fertig ist? Oh, komm her. So, Thunfisch. Dann... Das noch, das noch, das. Nee. Das noch, das noch. So, und was war das für die Würz jetzt? 200 für eine Zweige, die wir da drauflegen mussten. Ach, fuck, vergessen. Komm her, sag mir nochmal, welche Zweige das waren. Oregano, alles klar. Oregano. 1, 2, ab dafür. Z. So, hingestellt. Fertig. Das da. In der Zeit geblieben. So, dann gucken wir noch mal. Jetzt haben wir den Oh. Ui.
Na, das ist doch mal ein Screenshot wert. Volle Geschmackspunktzahl, Realisationszeit auch drin, Overall Score 5 Sterne. Da haben wir dann noch richtig ordentlich Fame dazu gekriegt. Der Kunde ist mehr als zufrieden. Hätten wir den Grill früher gefunden, wären wir schon wesentlich weiter. Aber naja, gut, das ist halt so, ne? Wenn man den Grill halt nicht findet, dann kann man halt auch nicht grillen. So. Das war doch mal richtig schön. Das bringt doch richtig Punkte. Das war gut. Das war echt gut. So. Was sind wir da wieder hinten? So. Machen wir den Grill aus. Ach, der ist aus. Auf dem Grill liegt jetzt kein Gewürz drauf, alles klar. Wie kriege ich denn hier das Gewürz wieder runter? Wenn ich jetzt, ich nehme das mal jetzt und drehe das mal einfach um. Warte mal, Shift, umgedreht. So. Ne, bleibt da dann drauf. Gut, dann lege ich das jetzt mal hier ins Wasser rein. So, warte mal ganz kurz. Kann ich das hier irgendwie... Sieht komisch aus. Aber das Brett hat jetzt ein Problem. Aber es ist wieder sauber. Sieht nur komisch aus jetzt da an der einen Seite. Naja, da läuft dann immer Wasser runter. Wir haben es geschafft, dass das Brett zum Wasserspender wird. Huch. Ob wenn wir das jetzt in den Kühlschrank legen, ob dann Eis dran entsteht? Hm. Na gut. Man weiß es nicht. Man steckt ja noch nicht drin. So, was haben wir denn da oben noch Schönes gekriegt? Was ist das denn eigentlich? Ach, Wasser, ein Liter. Alles klar. Wozu man auch immer mal Wasser braucht. Was ist das jetzt wieder? Habe ich jetzt was gekickt? Nein. Gut. Also, das haben wir schon mal hingekriegt. So, dann können wir ja das vielleicht auch nochmal abwaschen hier. So, so. So, schön da reingehalten. Oh. So, umgedreht. Ach, guck an. Guck mal, kann man ja richtig mit Wasser füllen. Was war das denn für ein Geräusch? Hm. So, gut, denn jetzt gibt man das hier mal aus, das ganze Wasser. Hoppala. Na gut. So, dann haben wir aber das Blech auch mal wieder sauber gemacht. Haben wir das mal. Guck an, geht doch. Wunderbar. Bakery-Blech haben wir sauber gekriegt. So, irgendwie kriegen wir keine Orders mehr für heute. Dann gucken wir jetzt nochmal. Vielleicht muss ich ja mal ein Messer auf diese blöde Dartscheibe schmeißen. Guck mal hier. Kann ja möglich sein, weiß es nicht. So. Jo, nehmen wir hier mal Y mit Vollgas, würde ich sagen, oder? Messer steckt zwar drin, aber... Hm. Hat keine Punkte gebracht. Alles klar, okay. Hm. Aber ich hab's reingekriegt, also so ist es nicht. Hm. Okay, das sind also auch gar nicht hier. Ach, guck mal, hier ist der Feuerlöscher. Ha. Hier ist der Feuerlöscher. Guck mal, da ist noch Zucker. Wie wir das auch mal was brauchen. Ich würde mal wieder ein paar Pommes machen, ganz gerne oder sowas. Bisschen so Zeugs machen, aber gut. Radio machen wir lieber nicht an. So, dass das Ding die ganze Zeit leuchtet, das finde ich jetzt merkwürdig. Kann man das nur einschalten, wenn man das drin hat? Kann möglich sein, ne? Wie sieht denn das aus, wenn ich da jetzt so eine Zange reinlege? Oder hier, so ein Spann. Um schon Blödsinn zu machen. Wir legen hier mal, versuchen hier mal einen Schwamm reinzulegen. Das geht. Oh, ist ja langweilig. Tag 4 ist um. So, 200 Cooking Points haben wir verdient. Wir haben 2 Orders, 2 Finished Orders. Wir haben insgesamt 15 Dollar verdient. Gut. So, jetzt sind wir wieder zurück. Und haben wir jetzt einen gecutteten Schwamm? Nein, aber das Cuttingmesser ging an. Ach, der Deckel ist jetzt drauf. Interessant. Der ist noch weiter an. So, machen wir aus das Ding wieder. So, naja, kipp's aus hier. Komm, Schwamm, komm wieder raus. Hast du ja gut gehalten, so ein Mixer. Hm. Hätte jetzt nicht gedacht, dass wir so einen Schwamm kaputt kriegen da drinnen. Na gut. Dann eben nicht. So. Naja, kicken kann man auch ein bisschen was. Das ist hier auf jeden Fall Gas, was brennbar ist. Das würden wir hier wahrscheinlich. Müssen wahrscheinlich irgendwo mal eine Gasbuddel oder sowas austauschen, wenn wir hier einen Gasofen dran sind. Guck mal hier. Och, ah, guck mal hier. Gibt's da unten auch noch einen. Hm. Interessant, interessant. So.
Ja, man muss halt auch darauf achten, wo man was macht, ne? Das ist ja ganz interessant, wenn wir jetzt nachher die Dings kriegen. Wenn wir den schönen Kotelett mal machen dürfen oder so. Das hier oben, Sicherungskasten, kann ich da was machen? Nee, kann ich nichts. So, wie sieht's hier draußen aus? Interessant. Schöne Städtchen eigentlich, ne? Und lauter Altbauten hier. Man weiß ja nicht, wo man ist. Wird dann nicht gesagt, wie die Stadt heißt hier. Lüftungsschächte, ich meine, hier sind ja ordentlich Holzbalken drin. Mhm. Ah, die gehen auch bloß bis zur Wand und nicht in die Wand. Alles klar. Okay, naja, muss ja auch nicht. Wie sieht's hier aus? Ja, könnten sie durchgehen. Und der Fliesenspiel sieht auch schon. Bischmuck tanzen? Nein, wollen wir nicht. So, Fliesenspiel sieht nämlich auch ganz hübsch aus. Könnte man meinen. Was ist denn nur hier? Kommen keine Gäste mehr? Wir haben doch jetzt so Fame gemacht in der letzten Folge. Da haben wir doch mal ein 5-Sterne-Deluxe-Essen gehabt. Oh. Da wollte ich die ganze Zeit hier in der Küche rumlaufen und hab gar nichts zu tun. Mal gucken, wir kommen, gucken, ob wir die Dings hier, ob wir die stapeln. Ach, jetzt haben wir es. Das ist doch alles noch oben. Achso, jetzt ist es offen. Kann ich die Dinger stapeln? Nee, kann ich nicht stapeln, ne? Schade. Kann man echt nicht stapeln. So, New Order. Jetzt haben wir nochmal. Ah ja, okay. Warte, Momentchen bitte. Wir haben eine neue Order. Wir sollen machen ein Steak. So, dazu nehmen wir hier ein Steak. So, und mit. Leg dich mal da drauf. So, wir brauchen. Was brauchen wir dafür noch? Wir brauchen da ein bisschen. 4 Gramm Salz, 4 Gramm schwarzen Pfeffer. Alles klar. Kommen Sie her, liebes Steak. So, wie hätten wir es denn gern? So, so, so. 4 Gramm. So, sehr schön. Dann nehmen wir noch Salz mit. So, da drauf bitte. So, 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 so. So, 4 Gramm. Sehr schön. So, dann machen wir den alten Backofen hier mal an. So, dann machen wir hier hinten schon mal Öl rein. Machen wir Öl rein. So, dann machen wir an die ganze Kiste hier. So, die muss nämlich heiß sein. Dann brauchen wir Kartoffeln. Halt, da braucht man einen Teller für oder das Cutting Board. Wir brauchen 300 Gramm Kartoffeln. Cutting Board hat immer noch Probleme. 150 Gramm. 300 Gramm. So, die Kartoffeln, die kreiseln da drauf sogar, weil hier wahrscheinlich Wasser dran langläuft. Egal. So, dann sollen wir hier mal die Dinger alle zerschnibbeln. Moment. Nibbel die, schnapp die Schere. Ich mache hier jetzt Pommes. Na? So. 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 Sieht eher aus wie Bratkartoffeln als wie Pommes, aber. Herrgott. Was will man machen? So. Dann schnibbeln wir noch einmal hier so quer rüber. Upp. So. Haben wir noch kleine Teile dazu. Dann packen wir das mal. Ein bisschen näher drauf wieder da. So, dann müssen wir hier an die Kartoffeln müssen wir auch 6 Gramm Salz machen. Into Sticks 15 Gramm. Okay, Salz. So, dann müssen wir jetzt hier mal die Kartoffeln salzen. So. 3, 4, 5. So, haben wir noch Salz dran. Ja, gut. So, dann muss das jetzt hier rein. Nicht daneben. Da so rein, hätte ich gesagt. Na. Warum zieht euch nicht so? Ihr seid doch liebe Kartoffeln. Kommt mal rein da. So. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, dann müssen wir nämlich jetzt hier noch die eine einsammeln hier und da reinpfeffern. Und die da reinpfeffern. Und dann nehmen wir das ganze Ding. Und ich müsste mal das Steak umdrehen, glaube ich. So, rein damit. Das ist, glaube ich, auf einer Seite mehr als gut durch. Na gut, so, dann Spatula umgedreht, angewendet, jo, durch, gut durch. So, ist noch nicht kohleschwarz, aber es geht. So, dann brauchen wir ein Tellerchen. So, wie wär's denn mit dem hier? So, dann Teller nehmen wir noch. So. Und dann muss das hier hinten 60 Sekunden durchbrutzeln, sieht man das? Ja, das sieht man, wie lange das braucht. 253 Gramm sind es nur, wieso sind es nur 253 Gramm? Ach, guck mal, hier liegt noch was drum. Wieso haben wir denn die vergessen? Warte mal, rein damit. So. Gibt's ja nicht. Können die denn aus dem Gitter wieder rausfallen? So. So, jetzt sind noch 300 Gramm Kartoffeln drin. So. Gut. Dann kommen wir jetzt hier nochmal zum Fleisch hin. Wie sieht das aus hier? Das ist. Oh, das ist gut durch. Mal aus den Kasten hier. Dann holen wir schon mal das hier.
Einmal das Fleisch. Welches Gemüse war da noch mit bei? Rosmarin frisch 10 Gramm. Rosmarin 10 Gramm. 1, 2. So. Nein! Wo ist das Steak hingefallen? Hallo? Mir ist das Steak runtergefallen, ich find's nicht wieder. Shit. Shit, da muss er jetzt noch ein Steak darauf hauen. Ah, verdammt. Das ist natürlich nicht gut. So, und noch ein Teller. Oh, verdammt, das war natürlich jetzt, sagen wir mal, eher suboptimal. So, Potatoes sind gut. So, können wir mal neben den Teller stellen. Komm mal hin, so. Komm mal her, Tellerchen. Das kann auch nicht richtig sein, so die Potatoes da raussammeln, ne? Warte mal, das muss doch auch hier gehen. So. Shift. Shift. Jo, hau ich ab. Ich würde ja gerne jetzt nicht immer das Ding umdrehen, aber. Geht nicht. Will's nicht. Gut, warte, machen wir so. Shift, zack. Guck mal an, hier liegen ganz viele Kartoffeln rum. Ein paar sind sogar auf dem Teller gelandet. Ist jetzt sowieso shit egal. So. Das Fleisch haben wir ja auch nicht gewürzt. Achso, das ist auch noch wieder heiß, der ganze Mist. Jetzt fallen die nächsten Kartoffeln runter hier. Boah, jetzt schmeißt den Teller erstmal wieder hin. Fallen die nächsten Kartoffeln runter. Ach Mensch. Spiel, mach's mir doch nicht so leicht. Heißen Kartoffeln muss ich jetzt hier unten noch sammeln. Kann ich auch nicht. Komm hier nicht ran. Ach. Leck mich. Gibt's auch nicht so viele Kartoffeln hier. So, wie sieht das hier aus? So, den lassen wir umdrehen. Ah, dass mir dieses scheiß Steak runtergefallen ist, ne? Zack. Er ist noch nicht durch, würde ich sagen. Ach, die scheiß Kiste hat nicht mehr eine Animacht hier. Weil hier schon einer ausgemacht hat wieder. Wo ist denn dieses blöde Steak hingefallen hier? Kann doch nicht so weit weg sein, das blöde Steak. Das verdammte. Jo. Ach, komm. Kicke ich das noch weiter drunter. Ich werde nochmal wahnsinnig hier. So. Ja, da... Pff. Muss ich jetzt leider sagen, das ist jetzt ganz schön schief gegangen hier, das Essen. Steuerung ist super. Die Steuerung ist schön, die Steuerung ist super. Ob ich dann unten ein paar Kartoffeln gehen, das ist gerettet kriege. Oh, da steht den Teller ganz da unten hin. Die ist gut. Wir müssen das Steak noch würzen, ne? Der ist sowieso abgehauen, der Kunde. So. Immer noch nicht durch. Mit dem Steak los. So durch auf einer Seite. Jetzt will er mich auch wirklich rollen hier, warte. Klappt nicht mehr. Wer gibt doch her das Ding, Mensch? Was ist macht denn das Ding jetzt da unten? Was? Wo ist es jetzt hin? Ach, jetzt liegt's da. Warte mal, kann ich nicht so anfassen. Halt. Schwierig. Also, lieber Kunde, dein Steak, das wischt hier gerade die Stube auf. Die Küche, ne? Wie du siehst. Ich krieg's leider nicht mehr irgendwo hin, wo es hingehört. Macht hier alles merkwürdige Geräusche. Ich weiß nicht, wo dein Steak hin ist. Es lief so gut.
Ja, der dreht jetzt auch durch. Jo, komm hier, weg damit. Schmeiß weg das Ding. Kann ich es wegschmeißen? Kann ich nicht wegschmeißen. Hängt hier in der Luft jetzt. Naja, gut, ist ja. Passt schon. Pass mal auf hier, du kriegst mir ein paar heiße Kartoffeln. Vielleicht reicht dir das ja. Cancelled Order, ne, das ist auch gut. Hier, komm. Cancelled, hier, ich habe hier noch eine Order. Keine Ahnung, ob ich die jetzt noch loswerde hier. Ob wir irgendeine Kartoffeln haben will. Will dann keiner. Gut, alles klar, kommt der Müll. Weg damit. Sehr schön. So, und hier machen wir uns jetzt noch einen richtigen Spaß draus und hauen diesen scheiß Teller hier an der Wand, weil dieses Spiel so gut ist. Ja, yeah, volle Wucht. Einmal quer durch die Küche. So. Wunderbar. Einwandfrei. Hauptsache, irgendeine Sau putzt das nachher wieder. Ich werde jetzt erstmal hier an dieser Stelle ausmachen, weil war gerade schwierig. Gut. Alles klar. Das war eine Runde Kitchen Simulator, wie man die wahrscheinlich nicht spielt, aber so Sachen passieren halt einfach. Ich weiß nicht, also das ist, ich hätte hier einfach nicht gegen den Kühlschrank rennen sollen und das Ding verlieren. Ich weiß nicht, warum das jetzt hier schwebt, aber das macht's einfach. Das ist schon mal schön. Haben wir hier so ein Antigravitationsfeld drunter. Ja. Gut. Alles klar. In diesem Sinne, ich bin raus. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Das ist ja grauenhaft. Tschüss.